Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Es ist wieder soweit, es ist Sonntag, eine neue Challenge für euch. Natürlich mit dabei auch der kleine Kodiak. Hallo! Was euch genau erwarten wird, erfahrt ihr natürlich jetzt gleich. Wir wünschen euch, beziehungsweise ich wünsche euch viel Spaß dabei. Viel Vergnügen! Challenge. 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 Challenge ist nur Slugs. Nur Slugs. Das heißt, wir dürfen messern und sluggen. Sluggen. Lag dich gleich mal, ey. Ich möchte gerne mal eben kurz am Rande erwähnen, dass ihr uns nicht mit irgendwelchen anderen YouTubern vergleicht. Wir spielen hier gerade abends. Also nicht morgens, wenn nur Bots unterwegs sind. Vielen Dank. Richtig. Sind zwar trotzdem nur Bots unterwegs, aber... Oh oh. All day long. Ja, ich hab's gesehen. Hallo, Sluggy. Ja, ich bin weg hier. Die werden gleich von oben kommen. Doshi, zieh dich zurück, wenn du kannst. Ja, ich bin dabei. Ich gehe hier in den Turm rein. Hat schon wieder jemand einen Bogen, ey. Willst du mich verarschen oder was? Er hat eine Armbrust. Ja, meine ich ja. Habe ich mich natürlich versprochen. Ich hab auf jeden Fall zwei Headaches gekriegt. Ein Huhn. Ja, ich... Kotz gleich. Bleib bei dir. Das ist jetzt einmal Hühnchen. Ja. Einmal Chicken. Yo, yo, yo. Wow, wow, wow. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist keine verkackte Kiste, ey. Oh, jetzt schießt er auf mich. Ich gehe wieder Richtung Wüste. Ich werde hier keine Kisten mehr bekommen. Das sind jetzt zwei Teams, die sich da gerade gegenseitig befetzen. Da muss ich nicht zwischentappen. Tja, schön. Es ist schon echt cool, dass du in den Versuchen immer die Slug zuerst bekommst. Und nicht hier immer rumrenne wie so ein... Gerade hattest du sie zuerst. Obdachloser. Nein, das ist nicht korrekt. Doch, also von den 23 Versuchen, die wir jetzt gemacht haben für diese Challenge, hattest du die bestimmt 22 Mal vor mir. Na gut. Hier ist ein Gegner drin im Haus. Boah, hat er auch schon eine Shoddy, ey. Ja, yeah, Messer. Eiskalt gemessert, Junge. Chili, Chili Vanilli. Och Mann, ey, ich hab keine Lust mehr. Hier, Slug bei mir. Oh, kriegt er sogar noch ein zweites vor mir. Ist ein Skandal. Das war ein Grün. Oh, jetzt habe ich tatsächlich ein Grünes gefunden. Ja, dann lass uns mal die Lappen da in der... Ja, sicher. ...der Kreuzung. Drück in die Kreuzung hier, das ist unsere Zone. Haben hier nichts drin zu suchen. Das ist mein Revier hier. Ist mein Kohleflöz. Kommst du jetzt auf Kohleflöz? Ich hab keine Ahnung. Kann man gerade so schon wieder mit dir. Außerdem finde ich das Wort geil. Kohleflöz. Flöz. Finde ich geil. Junge Kobold hier. Ist hier direkt vor uns. Willst du den holen? Na klar. Nice, Floschi. Was denn? Nice, Floschi. Mach doch nicht. Ich hab hier keinen Bug exploited und so. Kein Bug-User. Will ich nicht. Gegner Richtung 120. Nein. Reitet jetzt in die Schmiede rein. Jetzt hab ich erst mal eine scheiß Waffe gelootet. Lol, du, du. Wer ist da? Wie so ein Granatlauncher. Ist wieder rein, ist rein, ist rein, ist rein. Ich krieg den nicht. Ich komm. Tut mir leid, ich hätte den Grenade Launcher gelootet, aber ich werde ihn natürlich nicht. Ist hinten raus. Oh, nice. Oh, der hat aber gut hingehört, muss ich sagen. Siehst du, ach, so ein grünes hast du auch. Ja, ja. Ja, Flaschi. Hat einen Granatwerfer gelootet, einfach so. Ja, auf einmal war er in meiner Hand, ich kann auch nichts für. ist mir quasi in die Hand gesprungen. Ja, hast du dir die Rollenbeschreibung des Magiers nicht durchgelesen? Ah, okay. Ja. Verstehe. Ja. So, komm, gib mir mal einen Loot hier, danke. Und noch mehr Loot. Ja. Ace, Lebensraub, super, geil. Dinge, die Welt nicht braucht. So, ich bin ready.
Ich wieder einen aber wir sind auch relativ frei in unseren Entscheidungen. Also ich würde trotzdem Richtung Waldseite gehen. Hm. Wahrscheinlich immer relativ gutes Battle, ne? No? Ja, genau. No? Du bist ja noch gar nicht da. Dann warte ich lieber noch mal kurz einen kleinen Moment. Was habe ich hier gehört? Aber auch nicht. Was könnte ich gewesen sein? Ich mache etwas lautere Geräusche, weil ich so dick bin. Okay. Also mein du stöhnst also quasi die ganze Zeit. Ja. Kleiner Dauercamper, du. Ja. So, normalerweise haben wir hier immer Gegnerkontakt. Ich wundere mich jetzt gerade, dass hier kein Gegner steht. Na gut, in der Wüste waren wir. Doch, tatsächlich, da ist ein Gegner. Das ist so geil, ey. Ich kann fast die Uhr nachstellen. Ja. Wahnsinn. Also liebe Leute, wenn ihr einen einfachen Kill haben möchtet, dann müsst ihr immer genau an dieser Stelle stehen und unten ins Tal reingucken. Da kommt immer irgendwann Gegner. Ja, und ich würde mal sagen, von 10 Mal jetzt daher geritten, waren es doch jetzt mindestens 8 Mal immer welche. Easy. What a crap, ey. Ja, ich kann nicht besonders viel craften. Ich könnte noch mal ein paar Pots machen, aber das war's dann eigentlich auch. Ja, reicht doch. Diese Kisten, die sich immer vor deinen Augen öffnen bzw. schließen, ne? Das ist total verwirrend. Wow. Liebes Hi-Res-Team, ich weiß, ihr habt das Spiel schon fast abgeschrieben, aber bitte ändert das. Das ist nervig. Annoying as shit. So. Meinst du, die hören jetzt auf dich? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Ich meine, ich habe ja Referenzen, ne? Ich bin ja Kompetenz. Ja. Dann gehen wir mal weiter Richtung Wüst. Wüst? Ja, Wüst. Wüst Gegner suchen. 28 noch, du. Ja. Ja, irgendwie ein bisschen kampfarm. Also die letzten Runden waren etwas reicher an Kämpfen, sage ich mal. Ich meine, gut, jetzt sind es halt nur noch Menschen, die jetzt rumkrebsen. Das ist natürlich irgendwie geil, aber nichtsdestotrotz hätte ich mit mehr gerechnet. Mit mehr Gegenwehr. Ey, wenn wir gleich bestimmt was finden. Bin mir relativ sicher. Wüste geht immer. Da geht immer was. Da geht immer was. Na, ich sehe nichts. I can't see anything. Und trotzdem nochmal. Kommt Kraft. Zone. Ja, gut, ja, craften kann ich eh nicht. Ich würde dann auf den Hügel gehen. Dahin kommt auf jeden Fall die Zone. Dementsprechend. Ist ein Goblin? Bei mir hier. Ja, ich komm. Block ihn, Flushy. Fand sie gut, ne? Das fand ich echt gut. War auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Ja, jetzt kommt er zu dir. Block ihn. Halt. Block ihn. Mein Gott, was für ein Aim. Also ich treffe. Ja, ja. Du musst nur aufpassen, dass wir jetzt gleich nicht von der Seite gefistet werden. Headshot. Bam. Noch ein Nate Launcher. Juhu. Das. Na gut. Jetzt dann kannst du craften. Oder? Ja, gut. Ja, ich will mal zumindest mal kurz wieder Pots anmachen. Pots gehen immer. Ja, okay. Ein paar Pots. Viele Splitter habe ich auch nicht bekommen. Irgendwas sind trotzdem alle abgegeiert, aber. Wie bitte nochmal? Oh, nix. Ich habe nichts gesagt. Irgendwas mit Geier? Oh, jetzt habe ich ja zu wenig für eine scheiß Rune, ey. Irgendwas mit Geier und das Lieblingstier oder was? Ja, so oder so ähnlich. Auf jeden Fall. Ah. Ne. Ich könnte jetzt nochmal eine Rune anmachen. Ich glaube, ich auch eben mache. Also, wenn du diese Challenge spielst, sieht man eigentlich tatsächlich erstmal, wie selten höherwertige Slug-Drops sind. Also, mal so ein lilanes oder eventuell sogar ein oranges, aber die sind ja doch relativ rar irgendwie. Orange. 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 Wo ist das Slug-Muppet? Ich hab's doch irgendwo gehört. Es ist Richtung Norden. Was? Aber ich glaube, das hat schon gedroppt. Was? Wo kommen denn die ganzen Gegner jetzt gleich? Was haben wir denn hier? Es fliegt immer noch.
Richtung Norden. Komm, wir fliegen mal, fahren mal, retten, laufen hinterher. Ach, Junge, ey, was ist los mit dir? Also jetzt müsste eigentlich auch langsam sicher mal ein paar Gegner kommen. Also wenn wir die Challenge jetzt so gewinnen, ist es eigentlich fast ein bisschen langweilig. Gegner Richtung 120, ein Chicken. Weiterer Gegner Richtung Südosten, reitet quasi auf uns zu. Auf der anderen Seite hier vom Bergkamm. Ja. Ist jetzt direkt vor mir. Ja, oh, nice. Kommt ein zweiter? Ja. Mach das Huhn down. Ja, wenn ich es kriege, ich versuch's. Ist down, Huhn ist down. Wow! Zweites Team. Ich versuch nochmal wegzukommen. Ja, komm mal weg hier, komm mal zurück zu mir. Ich zieh mich komplett zurück. Wir sind hier am Kämpfen. Sehe sie gerade nicht. Ich doch, sind unter nicht. Mir. Bitte? Sind unten unter mir. Also der eine, der Hunter, der mich jetzt gerade abgeknallt hat, das ist auf jeden Fall ein extrem gutes Team. Gutes Duo, die sind sehr gut. Müssen wir aufpassen. Der Was? Eine könnte uns noch gefährlich werden. Ja, hier, der, ich sehe ihn bei mir. Alter. Nee, das ist der nicht. Das ist ein Bot. Ja, das war ein Bot. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der wird abgehauen sein. Komm mal zu dir. Ja. Unter mir im Tal. Hast gesehen, ne? Ja. Ja, da hinten ist aber. Also einen habe ich jetzt zum Boden geschossen. Ist noch ein Hunter dabei. Er steht da irgendwo unterm Baum. Geh mal ein Stück ran. Ich hab hier das Huhn. Ja. Bin bei dir. Wow. Mit Schnitte? Huhn ist wieder da, nehme ich an. Ja. Ich kann nichts sehen. Ich weiß nicht. Wir sind da draußen, genau in diesem Kamm. In diesem Tal. Ja. Ja. Ich versuche mal zu umlaufen, Highground zu machen. Komm da an. Bin ordentlich am Saufen. Geh mal auf die anderen Hügel. Ja. Hat noch einen Headshot von mir bekommen. Ah, die sind ordentlich low. Ich geh mal ein der Stück Hunter ran. Ist, der Assa ist gedingenst hier, gechickt. Ja, der Hunter ist, steht da noch im Loch. Ich geh ran. Mann, ey, das hat aber auch lange gedauert, du. Ja, gut, ne? Ist halt eine Frage der Waffen. Ich meine, ich möchte das nicht immer als Ausrede nutzen, aber ein grünes Slug ist nur ein grünes Slug. Oh, wenn ihm halt kein Sniper oder Bogen nur mit die Waffen war. Ich hab an mein Mikro gespuckt. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass der eine Pidger von dem Gespann hier gerade eben noch am Leben sein wird. Und ich gehe auch davon aus, dass der uns tatsächlich noch Probleme machen wird. Schmiede ist gerade an. Da ist er doch. Selbststeller, obwohl der wird eigentlich unsere Schüsse gehört haben müssen. Ich denke auch. Ich gehe mal vom Hügel aus an. Also er ist raus, er ist raus. Ja. Ein Huhn. Irgendwo im Osten noch ein Gegner. Das Huhn schon? Nein, der rennt hier rum. Ist down. Danke für die Pots. Wow. Sniper. Ja. Oh, zwei Gegner. Die kommen auf dich zu, der kommt auf dich zu. Versuch rauszuchargen. Guter Schuss, Bastard. Guter reite, Schuss. Ich reite erstmal weg. Ja, alles klar. Bin jetzt bei dir hier oben. Die kommen links raus. Ich
versuche mal auf den großen Hügel zu kommen. Einer ist vor uns. Ja, schön gesehen. Das ist das Team. Hat noch einen Headshot von mir bekommen. Zweiter von hinten noch. Noch ein Team von hinten, lass mal weg. Bin runtergefallen. Ein Huhn. Ich bin auch ein Huhn. 16 Sekunden, ich komme zu dir hoch. Hast du einen down? Einen down, der hat beide down. Also nice, nice. Da ist noch einer, da rennt noch einer. Ah, sauber. Nee, der andere ist ins Haus, der andere ist ins Haus. Alles gut, alles gut. Einen haben wir down. Einer steht da hinten noch, ist noch ein Zweifer. Oh, fuck. Da hinten ist jetzt noch ein Hunter mit Bogen. Ja. Ein Huhn eben hinten. Eben wieder hochtrinken. Der andere ist hier vor uns, der kommt hoch. Der ist in der Schmiede. Ist in die Schmiede rein. Brauchen wir eine Schmiede? Nein, wir warten. Wir haben im Moment die bessere Position. Gegenüber am Hügel 165 dürfte auch noch ein Gegner sein. Also außer der macht jetzt eine Resurrection an, dann gehen wir runter. Da hinten reitet um. Wow. Ist anscheinend auch ein Team. Krass, die haben einen Sniper, pass auf. Ich hau ab. Ja, ist ein Team auf jeden Fall. Ja, gut, zwei Hits, gleich zwei Hits. Ein Huhn. Die müssen gleich kommen. Die werden gleich relativ heiß über Kopf loslaufen. Na komm, Leute. Von links noch ein Gegner. Sind jetzt runter? Ja, ich habe ihn gesehen. Der Mage ist unter uns. Potten sich wieder hoch. Alter, dicke Waffen, pass auf. Schießt der Bastard die ganze Zeit auf uns, oder was? Ja, hab ich sogar getroffen jetzt, ey. Junge. Wow. Dieser Stab ist jetzt zwar hinten Shotgun. Ich bin da. Acht Sekunden bin ich wieder da. Komm runter, wenn du kannst. Bin hohl. Der Mensch ist bei mir hier, fuck. Ah, ich muss runter. Ich halt's weg. Bin wieder da. Wo hast du die? Und nochmal ganz gut, die sind hinterm Hügel hier vor mir. Hinter uns jetzt auch noch. Einer Huhn oben, den müssen wir uns holen. Das ist das gefährlichere Team. Dann ran. Ich bin schon wieder. Hol das Huhn. Hinter dir. Hier bei mir. Block es. Nice. Der andere Huhn, wo ist das? Unten das Huhn, 105. Ah. Ein Gegner hier oben, bei mir. Oh, das kann nicht wahr sein. Kommt der scheiß Camper genau im richtigen Moment, ey. Er dürfte eigentlich keine Bots mehr haben. Ein. Das ist natürlich sein. Er steht natürlich relativ gut. Restoring some health. Ist vor dir. Oh, Floschi! Oh Gott, Alter. Floschi, sauber. Ich hab so einen Puls, ne? Okay, der Anfang des Spiels war absolut für den Arsch, aber das Finale, das, ey, das haben wir gut runtergezockt, ey. Mit dem Kacks-Luck, ey.
Also ich glaube, ich habe einen Puls von 234,8, aber. Ja, ich das war auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, die Challenge ist auch erledigt. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Falls euch gefallen haben sollte oder auch nicht, lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten natürlich Tipps, Anregungen für die nächsten Challenges, würden wir uns drüber freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.